Ich habe überlegt, wie ich meiner Frau einen Heiratsantrag machen kann. Irgendwie fand ich die Idee ganz cool, einen Kinosaal zu mieten. Ich hatte null Ahnung davon. Ich wusste nur, ein Kumpel von mir hat eine Kamera und die kann irgendwie diesen Effekt, dass der Hintergrund so ein bisschen verschwommen ist, so wie es im Kino aussieht. Und dann habe ich ihn gefragt, wie man das macht und ob ich seine Kamera für einen Tag haben kann. Habe dann mir so eine Shotlist überlegt und was ich sagen will. Ich habe mir damals ein Mikrofon gekauft, das ich mir nicht leisten konnte, nur für dieses Voice-Over, um es danach wieder zurückzuschicken. Don't tell Amazon, ich konnte es mir nicht leisten. Und habe dann so mein Video irgendwie zusammengeklopft und habe das dann auch mit dem Kino laufen lassen. Und ab da ist meine Liebe zur Videoarbeit geboren. Sie hat übrigens auch Ja gesagt. Also das hat auch gut geklappt.